Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil Ghostbusters Geschichte. Slimer spielt Streiche. Mal sehen, was passiert. Bei diesem Experiment wird irgendetwas Spannendes herauskommen. Ich spüre es förmlich. Heute werden wir endlich mal unsere neue Kaffeemaschine einweihen. Oh, Fensterputzen ist so eine öde Arbeit. Vor allem ist es ganz schön gefährlich. Ich meine, da geht's ganz schön tief runter. Wir sollten mal drüber nachdenken, uns fürs Fensterputzen eine Leiter zu besorgen. Ja, das wäre wohl keine schlechte Idee. Aber du bist ja ganz gut im Klettern, Ray. Ja, na toll. Na toll. Hört auf zu meckern, Jungs. So kann man ja gar nicht vernünftig arbeiten. Stellt euch bei dem bisschen Putzen nicht so an. Zurück an die Arbeit. Ja, ist ja gut. Oh, das Hauptquartier der Ghostbusters. Vielleicht sollte ich immer wieder einen kleinen Besuch abstatten. Ist ja wieder so langweilig. Haha, es funktioniert tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Ja, das läuft wirklich ausgezeichnet. Okay, dann brauche ich jetzt mal die grüne Lösung. Damit sollte nur noch einiges klarer werden. Ach, Moment, ich habe die blaue Lösung vergessen. Ah, die brauche ich natürlich auch noch. Moment mal. Habe ich nicht eben noch die grüne Flasche dahingestellt? Ich habe sie doch genau da auf den Tisch gestellt. Seltsam, wo ist sie denn? Ich bin doch sonst nicht so vergesslich. Ach, da hinten ist sie. Hey, ich dachte, ich war mir so sicher, ich habe die eben da schon hingestellt. Na gut, hole ich sie mal. So, jetzt aber. Wo ist denn jetzt meine blaue Flasche hin? Also ich habe die doch eben da hingestellt, hundertprozentig. Das kann doch wohl nicht sein. Blaue Flasche, wo ist sie denn? Na, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, grüne Flasche, hier auf den Tisch. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich die blaue hingepackt habe. Was ist denn jetzt los? Ich habe doch eben die grüne Flasche eindeutig dahingestellt. Das ist doch zum Verrücktwerden, das gibt's doch gar nicht. Na, sag mal. Ach da, die stehen ja wieder genau da, wo ich sie am Anfang weggenommen habe. Das kann doch gar nicht sein. Irgendwer spielt mir doch hier Streiche. Jetzt ist Zeit für eine schöne heiße Tasse Kaffee. Diese Investition hat sich jetzt schon gelohnt. Oh, wie das riecht. Jungs, der Kaffee ist fertig. Kurze Pause. Na los, wo bleibt ihr denn? Kurze Mittagspause. Na gut, ich setze mich dann schon mal hin. So, da will ich direkt mal Zucker in meinen Kaffee kippen. Yep, sollte reichen. Jungs, kommt er jetzt? Ja, wir kommen ja schon. Okay, Jungs, habt ihr alles? Milch, Zucker? Ja, yep, alles gut. Na dann, Männer, der erste Kaffee aus unserer neuen Kaffeemaschine. Lasst es euch schmecken. Igitt, das schmeckt ja voll salzig. Du hast recht, es ist gar nicht gut. Peter, ich glaube, du hast statt Zucker Salz auf den Tisch gestellt. Nein, ich habe doch vorhin schon den Zucker geholt. Ich habe doch vorhin auch schon eine Tasse getrunken. Aber ihr habt recht, es ist eindeutig der Salzstreuer, nicht der Zuckerstreuer. Aber wie kann das denn sein? Ich habe doch vorhin ganz sicher den Zucker auf den Tisch gestellt. Ich meine, ich habe ihn sogar schon benutzt. Das ist wirklich seltsam. Jungs? Ja? Jungs, irgendwas ist ja seltsam. Im Labor werden mir ständig die Flaschen entwendet und dahin zurückgestellt, wo sie herkamen. Also irgendwer will mir der Streiche spielen. Und ich sag euch, wenn das jemand von euch war, dann sagt's mir am besten sofort. Ich will da wichtige Experimente machen, das ist nicht lustig. Nein, wir waren das nicht. Wir waren die ganze Zeit hier unten und haben geputzt. Peter hat die neue Kaffeemaschine in Betrieb genommen und Janine saß auch die ganze Zeit am PC. Es war definitiv keiner von uns. Ja, genau. Und hier unten gehen auch seltsame Dinge vor sich. Jemand hat den Zuckerstreuer mit dem Salzstreuer vertauscht. Sowas sind doch nur harmlose kleine Streiche. Warum sollte das irgendjemand von uns machen? Und es war ganz sicher keiner von euch, ne? Nein, sicher nicht. Ui, die Kaffeemaschine. Was ist das denn? Ich habe sie doch ausgemacht. Slimer! Aha, es war also die ganze Zeit Slimer. Diesmal will er uns anscheinend nirgendwo hinlocken, um uns zu helfen, sondern uns einfach nur ärgern. Oh Mann, warum zieht es die Geister immer öfter zu unserem Hauptquartier? Igen, ich glaube, wir müssen da mal langsam ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ja, ich weiß. Irgendwie müssen wir aber erstmal Slimer hier rauskriegen. Du weißt doch, wie schwer er zu fangen ist. Und irgendwie entkommt er auch unseren Fallen immer wieder. Ja, ich weiß, dafür werden wir auch noch eine Lösung finden. Aber jetzt müssen wir uns erstmal einen Plan machen, wie wir ihn hier rauskriegen können. Irgendwelche Vorschläge? Naja, also der altbekannte Vorschlag wäre natürlich, ihn mit Essen zu ködern und ihn dann in die Falle zu locken. Das hat bisher auch immer funktioniert. Ja, das stimmt. Das wäre wohl die einfachste Methode. Haben wir noch was im Kühlschrank? Ja, der ist noch ziemlich gut gefüllt. Das sollte kein Problem sein. Ich schlage vor, wir positionieren die Falle unterm Esstisch, füllen den kompletten Tisch mit Essen. Und wenn er dann zuschlägt, dann ziehen wir ihn in die Falle. Darauf bist du bisher noch immer reingefallen. Tja, da hast du wohl recht. Gut, na dann plündern wir mal den Kühlschrank. Packt alles auf den Tisch, was drauf passt. Dann locken wir ihn an. Alles klar, Peter. Who you gonna call? Ghostbusters! Genau. Okay, gut. Ich räume den Tisch frei und dann kannst du losgehen. Aber beeilt euch, Jungs. Bei dem Tumult kann man ja gar nicht richtig arbeiten.
Tja, perfekt. Dieser Schlemmerei wird sich Slimer nicht entziehen können. Und wenn er sich dann den Bauch vollgeschlagen hat, wartet unter dem Tisch eine kleine Überraschung auf ihn. Okay, Leute. Also, wenn er auftaucht, schießen wir auf ihn, um ihn in Schach zu halten. Egan öffnet dann die Falle. Wenigstens ist Slimer ein vorhersehbarer Geist, mit dem wir es oft zu tun haben. Da funktionieren die einfachsten Pläne. Anders als bei anderen Geistern, wo wir erstmal überhaupt keine Ahnung haben. Das stimmt. Ich hoffe, es tut sich bald was. So langsam könnt ihr aber mal auftauchen. Was denn los? Vielleicht müssen wir ihn noch ein bisschen anlocken. Winston, das Mittagessen steht schon auf dem Tisch. Oh, ich hole nur noch den Nachtisch. Ja klar. Alles klar, Peter. Dann gehe ich mir jetzt noch schnell die Hände waschen. Also wenn ihn unbewachtes Essen nicht anlockt, dann weiß ich auch nicht. Es tut sich was. Aber warum ist er denn unsichtbar? Er muss sichtbar sein, damit wir ihn fangen können. Sonst erwischt ihn die Falle vielleicht nicht. Das wäre in der Tat ein Problem. Wow, oh je, ich glaube, diesmal hat er unsere Falle durchschaut. Die Frage ist, wie kriegen wir ihn jetzt? Essen war bisher immer die einzige Möglichkeit, ihn anzulocken. Und Hunger hat er auch immer. So war das nicht geplant. Jungs, kommt mal zusammen. Wir brauchen einen neuen Plan. Ich hoffe, der ist besser als der letzte. Und diesmal macht ihr nicht so einen Radau. Okay, Jungs, wir brauchen einen neuen Plan. So einfach lässt er sich nun doch nicht mehr kriegen. Aber Essen ist seine einzige Schwachstelle. Das müssen wir nutzen. Hat jemand von euch noch einen anderen Vorschlag? Ich stimme dir zu. Wir müssen ihn übers Essen kriegen. Er darf nur nicht mitkriegen, dass es eine Falle von uns ist. Die Frage ist also, wie stellen wir das an? Wenn es hier im Haus stattfindet, wird er sofort damit rechnen, dass es eine Falle von uns ist und nicht drauf einsteigen. Das heißt, wir müssen etwas vor dem Haus organisieren. Aber auch das darf nicht zu offensichtlich sein. Er rechnet schließlich damit. Vielleicht wäre es am klügsten, wenn sich einer von uns verkleidet. Verkleiden? Als was denn verkleiden? Tja, die Frage ist, was für Essen gibt es in der Nähe, was ihn anlocken würde? Und als was könnte man sich dann verkleiden? Slimer liebt Hotdogs und Burger über alles. Darüber müssten wir ihn eigentlich kriegen. Ja, Burger und Hotdogs. Ja, da kriegen wir doch gut was zusammen. Hotdogs! Hotdogs und kühle Getränke! Hotdogs, hier gibt's Hotdogs und kühle Getränke! Entschuldigung? Ja, bitte, was darf sein? Vielleicht ein Hotdog? Nein, danke, ich hätte da eine andere Bitte und es ist wirklich dringend. Oh, warum muss ich eigentlich immer den Lockvogel spielen? Hotdogs, frische Hotdogs und kühle Getränke. Kommen Sie alle her, hier gibt's Hotdogs, frische Getränke, Hotdogs und frische Getränke. Tretet näher, solange sie noch warm sind. Hotdogs, wer möchte frische Hotdogs, leckere Hotdogs, frische Burger und warme Pommes. Nur heute zum Sonderpreis. So langsam müsst ihr doch mal auftauchen. Oh, Hotdogs. Ich hatte so lange keine Hotdogs mehr. Es riecht so lecker. Ich hätte gerne einen Hotdog. Oh, da gibt mir direkt 30 davon. Oh, ein Geist. Hilfe, Hilfe. Ein schrecklicher Geist. Oh je, schnell weg hier. Oh, ein Geist. Oh, lecker. Sind da noch mehr drin? Eins reicht mit Sicherheit nicht aus. Und ich muss mich stärken, damit ich die Ghostbusters noch länger ärgern kann. Tja, er fällt tatsächlich drauf rein. Okay, Jungs, jetzt, er ist abgelenkt. Nicht so schnell, Jungs, Feuer! Nein. Haha, geschafft. Gut so. Er hat unser Hauptquartier ja ganz schön verwüstet. Diese Falle müssen wir wirklich gut aufbewahren. Sonst flieht er wieder und alles fängt von vorne an. Oh, hallo. Naja, immerhin habe ich ja was zu essen. Na Jungs, bin ich ein guter Schauspieler oder bin ich ein guter Schauspieler? Wir haben es nur mir zu verdanken, dass wir Slimer gefasst haben. Hätte er mich erkannt, wäre der ganze Plan hinfällig. Ja, natürlich. Du bist der beste Schauspieler, den ich kenne, Ray. Du solltest glatt in YouTube-Videos mitspielen. Tja, das würde ich ja wohl meinen. Aber welche Schauspieler kennst du denn noch, Ach, nicht so wichtig. Kommt Jungs, lasst uns wieder reingehen und die Sauerei wegmachen, die Slimer hinterlassen hat. Sonst wird Janine wieder sauer auf uns. Warum müssen wir das Chaos eigentlich immer aufräumen? Weil Meckern nichts bringt. Lass uns lieber Gedanken darüber machen, wie wir das Problem mit Slimer lösen. Er entkommt ständig aus seiner Falle und es wird immer schwieriger, ihn einzufangen. Ja, stimmt, aber hat Egan nicht gesagt, dass er an dem Problem bereits arbeitet? Er hat doch irgend so ein Experiment gemacht. Ja, kann sein. Ich hoffe jedenfalls, er findet schnell eine Lösung, sonst haben wir ja bald ziemliche Probleme. Stimmt, Slimer will uns immer Streiche spielen und es wird auch immer mehr. Aber Egan ist ja ein schlaues Köpfchen, der kriegt das schon hin. Tja, ja, das stimmt wohl. Weniger reden, mehr arbeiten, Jungs. Ihr seid schließlich schuld an dem ganzen Schlamassel. Oh, ja, Janine.
Hey Leute, Mann, da hat Slimer vielleicht wieder ein Chaos angerichtet. Auch wenn er nur spielen will, so kann das nicht ewig weitergehen. Jedenfalls, wenn ihr keine Ghostbusters-Geschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert unser Kanal. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Panda-Logo. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts von mir. Also dann bis später.